Der neue Tag beginnt mit einem Jaulkonzert der Schlittenhunde. Arvid Fuchs und seine Crew nutzen den Ruhetag in der Jagdhütte und schlafen etwas länger. Nu Iku ist bereits früh auf den Beinen. In den umliegenden Bergen hat er sich auf die Jagd nach Schneehasen gemacht. Iku muss die Hasen sofort ausnehmen, denn bei minus 13 Grad würden sie sonst sehr schnell tiefgefrieren. Er zieht den Hasen das Fell über die Ohren und zerlegt die Tiere mit gekonnten Schnitten. Das warme Fell der Hasen wird zur Kleidung verarbeitet, das Fleisch landet direkt im Kochtopf. Alle mögen das reichhaltige Frühstück. Es schmeckt vorzüglich und ist eine willkommene Abwechslung zu der gewöhnlichen Expeditionsnahrung. Nach dem Essen müssen die Schlitten präpariert werden. Bevor die Expedition alleine weiter in Richtung Norden aufbricht, müssen die Kufen abgeschliffen und die Griffe repariert werden. Die Kufen sahen schlimm aus, nach den vielen Steinen, die wir gehabt haben. War das auch keine große Überraschung, aber ist natürlich auch hier unsere Lehrmeister, die uns genau zeigen, Iku, wie man nun diese Kufen wieder auf Vordermann. Iku zeigt Arvid und Brent die richtige Technik und verrät die speziellen Tricks der Inuit. It's very important to be always very flat and smooth, because the dogs must pull so hard if the runner is not so good condition. Die Schlitten sind fertig präpariert und beladen. Für die Expeditionsteilnehmer heißt es jetzt Abschied nehmen von Iku und den beiden Jägern. Ab jetzt ist das Team um Arvid Fuchs auf sich alleine gestellt. Die Reise geht Richtung Norden, dem Humboldt-Gletscher, entgegen.